Diese holländischen Kunsthändler. Ein Charme, aber gnadenlos im Falschen. Wie ich dich kenne, hast du trotzdem nicht zu viel gezahlt. Naja, Charme habe ich auch. Natürlich konnte ich das ein oder andere Schnäppchen machen. Das hätte mich sonst auch sehr gewundert. Hallo Charlie. Hallo Cécile. Wie war es in Amsterdam? Schön, aber auch anstrengend. Seit wann sind Sie denn wieder hier? 10 Minuten. Und wie geht's Ihnen? Sehr gut. Haben Sie denn morgen schon was vor? Nein, warum? Ich habe 2 Karten für die Adventsmatinee in der Kunsthochschule. Klingt sehr reizvoll. Heißt das ja? Kommt drauf an, ob ich hier abkömmlich bin. Die letzten Tage kamen wir ja auch ohne dich klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment war. Dann hole ich Sie ab, so gegen 9. Ihre Wohnung liegt doch auf dem Weg zur Akademie. Soll ich nicht besser bei Ihnen vorbeikommen? Das ist mir auch recht. Gut. Dann bis morgen. Bis morgen, Cécile. Tschüss. Tschüss. Cécile, so aufgekratzt habe ich Sie noch nie gesehen. Scampi und Kräuterparfait. Das klingt in der Tat lecker. Mhm. Und das war nur eine der Vorspeisen. Was gab's denn da als Hauptgericht? Oh, Esel in Wolfsmilch, was weiß ich. So Abmarsch. Wenn ich schon den Chauffeur für euch spielen muss, dann habe ich keine Lust, auch noch zu warten. Zack, zack. Ich erzähl's dir gleich, hab? Tja, wie es aussieht, wirst du dich wohl um den Abwasch kümmern müssen. Wäre ja nicht das erste Mal. Er ist ja so selbstlos. Ja. Los jetzt! Ja, ich bin schon fertig. Und viel Spaß dabei. Du mich auch. Tschüss. Ciao. Ich ärgere dich nicht. Ärgere mich aber. Lädt sie mich zu einer Matinee ein und dann... Verabredungen hält man ein, auch wenn man am Abend vorher gefeiert hat. Ja, aber vielleicht gehört Zuverlässigkeit ja nicht gerade zu ihrer großen Stärke. Wenn du mich fragst, ist bei Cécile überhaupt irgendetwas nicht in Ordnung. Wenn ich nur daran denke, wie sie Henning angefahren hat, nur weil er ihr beim Umräumen von Umzugskisten helfen wollte. Die Dame ist eben launisch. Ah nein, da steckt mehr dahinter. Was bitte? Weiß es nicht, aber irgendetwas versucht sie zu verbergen. Behauptet, mit ihren Eltern keinen Kontakt mehr zu haben und dann telefoniert sie mit ihrer Mutter. Ja, das ist schon komisch. Angelo, die 2 Pinot Grigio gehen bitte an die 5 da hinten. Mhm. Danke. Du hörst mir ja gar nicht zu. Doch. Du hast ein Problem mit Cécile? Ach, nicht wirklich ein Problem. Ja, was dann? Je länger ich dieses Mädchen kenne, desto seltsamer kommt sie mir vor. Ich werde einfach nicht schlau aus Cécile. Mal ist sie blendend gelaunt, fast euphorisch, dann wieder nervös, fahrig, geradezu abweisend. Ich kenne sie zwar nicht, aber Charlie, geht es nicht allen so? Es sind keine Stimmungsschwankungen, Tom. Bei ihr geht es viel weiter. Da wir gerade von ihr sprechen, da kommt sie. Garantiert wird sie sich jetzt zuckersüß bei mir für heute Morgen entschuldigen. Hallo. Hallo, Cécile. Hallo. Olivers Freund Tom Seifert kennen Sie, glaube ich, noch nicht. Nein. Cécile de Marron. Tom Seifert, hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Ebenso. Weshalb ich gekommen bin, es tut mir sehr leid, dass ich unsere Verabredung heute Morgen vergessen habe. Sowas kann ja mal passieren. Ich hoffe, Sie sind mir nicht mehr böse. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es Ihnen wieder besser geht. Ja, danke. Viel besser. Trinken Sie einen Kaffee mit uns? Gerne. Ja. Oh, Angelo, bringen Sie noch einen Kaffee? Ja. Ach, wie ungeschickt. Ach. So, da bin ich wieder. Fühlen Sie sich denn wohl in Düsseldorf? Ja, wenn man so nette Leute wie Ihre Tante kennenlernt. Trinken Sie noch was mit uns? Nein, ich habe keine Zeit mehr. Ich wollte noch zum Gestüt. Entschuldigen Sie mich kurz. Ja. Ich weiß nicht, was du hast. Cécile ist doch sehr nett. Ja, schon, aber jetzt hat sie ihre Tasche mitgenommen. Wie ungewöhnlich für Frauen. Mit einer Einwegspritze schon. Einwegspritze? Ja, ich habe sie vorhin gesehen, als die Tasche runtergefallen ist. Und du vermutest jetzt... Ja, das würde doch ihr seltsames Verhalten erklären. Das kann doch nicht sein. Was sagst du als Arzt? Charlie, Stimmungsschwankungen und Spritzen machen noch lange keinen Junkie. Das müsste man ihr doch auch ansehen.
Ich befürchte, Cecile nimmt Drogen.